Freitagabend, Flutlicht im Kasseler Aue-Stadion, KSV Hessen Kassel gegen die U23 vom Karlsruher SC. Damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Löwen-TV. Neben mir steht das Vorstandsmitglied Carsten Betzold. Carsten, Freitagabend, Flutlicht, Gefühle vor diesem Spiel, dein Tipp? Mein Tipp ist, dass wir sehr, sehr knapp gewinnen werden. Es wird sehr schwer, weil die Mannschaft ist natürlich noch ein bisschen frustriert nach Pfullendorf, unverdient um den Sieg gebracht. Aber das hilft nicht. Aber ich denke, das geht knapp aus, denn wir kriegen das Ding nach Hause. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Gucken wir, wie es läuft. Zwei andere Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes. Eine ist hinter uns, die Haupttribüne. Ja. Da tut sich langsam was. Wie ist der Stand der Dinge? Wann kann man mit einem besitzbaren Bauwerk rechnen? Also alle Planungen, die uns bis jetzt vorgestellt sind, bestätigen sich. Wir werden das, so wie es jetzt aussieht, noch nicht zum Saisonbeginn, aber direkt danach in Augenschein nehmen können und dann auch benutzen können. Ich denke mal, spätestens im Oktober werden wir da die Einweihung feiern. Wir haben jetzt in der Zeitung neulich so ein paar Bilder dazu gesehen, so ein paar Computeranimationen, ein Leuchtband wie München Allianz Arena. Das ist nicht ausgemacht. Von mir aus kann das auch KSV-Tempel heißen. Wir werden das dann sehen. Aber am Ende geht es natürlich wie immer ums Geld. Und wenn ein namhafter Sponsor kommt, ich habe gehört, der Hauptsponsor kann sich das vorstellen. Und wenn das auf den Trikots drauf ist, warum soll es dann nicht auch am Stadion stehen? Nochmal zu diesem Leuchtband da oben, rot angeleuchtet, rot animiert, im Dunkeln bei Flutlichtspielen, das macht schon was her. Das ist, ich glaube, ein sehr, sehr schönes Gefühl und dann brauchen wir auch keine Bengalos mehr im Stadion, sondern dann machen wir das mit der illuminierten Situation außenrum. Das ist ja auch ganz hübsch. Baustelle Nummer zwei, ein paar Meter von hier entfernt, Clubhaus, Bau eines Clubhauses. Wie ist da der Stand der Dinge? Es gibt ja sehr viele Sponsoren, die sich da engagieren und sehr viele Freiwillige. Gut, es geht voran. Die Planungen sind ja auch vorgestellt worden bei den unterschiedlichsten Terminen. Die Bäume sind gefällt, es ist alles vorbereitet, es kann jetzt losgehen. Aber der entscheidende Teil ist unser Darlehen, was wir ins Spiel gebracht haben. Wir brauchen dringend Unterstützung. Ich würde auch gerne dafür werben und alle, die uns als KSV und den Löwen ein Darlehen geben können für den Bau des Clubhauses, sind recht herzlich willkommen. Lohnt tut sich's auch, das sei an dieser Stelle gesagt, als kleiner Finanztipp, 3% Verzinsung. Das ist in einer Niedrigzinsphase, denke ich mal, auch schon ein ganz schönes Kaliber. Da kennt sich der aus, der bei der Bank arbeitet. Von daher muss er dann auch einhalten, dass er so gezahlt wird. Okay, gucken wir, wie es heute läuft. KSV Hessen Kassel gegen die U23 vom Karlsruher SC. Thorsten Kolbe war mit seiner Kamera wieder unterwegs. Das war der 1:5 Spielstand 1:0. Liebe Zuschauer, sollten Sie ein dringendes Bedürfnis verspüren, suchen Sie bitte noch hier im Aue-Stadion die Toiletten auf.
kommenden Dienstag um 18 Uhr hier gegen TSV 1860 München, zweite Mannschaft. Am Ende war es dann eine glatte Sache für die Löwen, 3:0 gegen die U23 vom KSC, Mirko Dickhaut. Aber am Anfang, da hatte die junge Mannschaft aus Baden doch eine ganze Menge fürs Spiel getan, einige Möglichkeiten. Ja, die Karlsruher spielen, auch wie wir in der Regionalliga, sind keine Blinden. Ist eine Zweitliga, ist die Reserve von der Profimannschaft und die können schon kicken, weil die Jungs, die sehen das als Plattform, oben reinzurutschen. Und demnach dürfen wir die nicht unterschätzen und dass die eine oder andere Chance haben, das habe ich schon mit einkalkuliert. Letztes Jahr gab es gegen die zu Hause eine 0:1 Niederlage, insofern eine glatte Verbesserung für unsere Mannschaft, für die Löwen. Wo hast du den Knackpunkt im Spiel gesehen? Den Konter dann, der zum 1:0 führte, das Eigentor? Ja, wir sind einmal hervorragend mit dem Tobi Wolf im Spiel geblieben, dass der einmal hervorragend in so einer Doppelaktion gehalten hat, hat wunderbar den Konter eingeleitet zum 1:0 und mit dem Eigentor von Karlsruhe zu unseren Gunsten war das Spiel dann entschieden. Kurzer Satz von dir zur Personalsituation. Enno Gede fällt am kommenden Dienstag im Spiel gegen 60 München aus mit der 5. gelben Karte. Nun sind ja ohnehin einige Defensivspieler nicht dabei. Große Überraschung für viele heute, dass Thorsten Schönewolf auf der Bank saß. Kannst du dazu so 2-3 Sätze sagen? Also mit dem Augenzwinkern hat der Schöne mir gesagt, der ist so beruflich angespannt. Sein Arzt hat ihm gesagt, er muss 2-mal die Woche Sport machen. Und deshalb haben wir ihn mit auf die Bank genommen. Aber nein, jetzt Spaß beiseite. Wir haben halt überlegt, wir haben halt wirklich eine absolut angespannte Personalsituation. Und meine 6 Bankplätze waren nicht voll besetzt. Und der Thorsten hat halt nach wie vor die Spielgenehmigung. Und wir haben ja vor allen Dingen im defensiven Bereich Probleme. Und da habe ich mir halt nur mal so ein bisschen was ausgemalt, was ist, wenn so die letzten 3-5 Minuten ist, sowohl hinten bei uns gefährlich wird mit langen Bällen, falls wir führen sollten, knapp, oder umgekehrt, wir brauchen ein wichtiges Tor oder ein dringendes Tor noch zum Ende hin, wo wir mit diesen langen Bällen operieren können, dann ist es ganz beruhigend gewesen, wenn man noch so einen Schlags hat von 1,95 Meter, der vielleicht mal einen Kopfball verlängert oder sogar mal einen noch reinmacht. Und das war eigentlich der Grund für die Nachspielzeit, falls noch Not am Mann ist, dass ich so einen langen Kerl mal habe. Und das war der Hintergrund gewesen, den Thorsten heute mit auf die Bank zu nehmen. Wie ist im Moment der Stand mit deinen Langzeitverletzten? Wie sieht es da aus? Wer kommt da als erstes zurück? Oh, schwere Frage. Ich hoffe kurzfristig auf den Markus Unger. Und ansonsten möchte ich hier jetzt auch keine Prognosen abgeben. A, die Spieler nicht unter Druck zu setzen und dann auch die Physiotherapeuten oder die Ärzte. Also wir sind schon arg gebeutelt. Und wie gesagt, wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie wir von Spiel zu Spiel dann weiterkommen. Du sagtest gerade, die U23-Mannschaften, alle spielstark, können kicken in der Regionalliga, das wissen wir. Am Dienstag kommt der nächste starke Gegner, München 60-2. Damit hatte der KSV in der Vergangenheit auch immer so seine Streuse ausgefochten. Wie sind die Perspektiven für Dienstag, Mirko? Ja, wie gesagt, wie ich es eben schon angedeutet habe, Personalsituation ist nicht toll, aber wir müssen halt versuchen, das Beste daraus zu machen, eine gute Truppe wieder aufs Feld zu schicken am Dienstag. Uns bleibt nicht viel Zeit, wir müssen gut regenerieren. Ich hoffe, dass die kurze Zeit auch nicht dafür in Frage kommt, noch mehr Verletzte dazu zu fordern, auch weil wir das Training eigentlich nur drosseln und regenerieren. Wir müssen gucken jetzt, wie wir Dienstag die Aufstellung hinbekommen. Aber ich bin guter Dinge, dass hoffentlich ein paar mehr Fans kommen, die uns unterstützen und dass wir auch hoffentlich dann hier die 3 Punkte wieder behalten. Also Daumen drücken. Schönen Dank, Mirko Dickhaut. Am Dienstagabend geht es weiter um 19 Uhr im Auestadion KSV Hessen Kassel gegen die U23 vom Karlsruher SC. Kommt zahlreich ins Auestadion, unterstützt die Löwen. Es lohnt sich, so wie heute, ein attraktives Fußballspiel. Schöne Zeit bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.